Willkommen hier in der Entwicklerküche vom Produzenten Kim Sofa Matthias aus dem Hause Blendwerk TV. Und Kim ist der Produzent vom Spiel Iron Archaeologist. Ganz genau. Und einfach mal kurz für die Zuschauer so in einigen Worten, worum geht es denn bei dem Spiel überhaupt? Ja, Iron Archaeologist ist ein Virtual Reality Game, wobei ich natürlich immer gerne Simulation sage. Es geht in dem Spiel darum, dass der Zuschauer, der Spieler einen Tauchgang absolviert, der sozusagen durch die Backstory, durch die Geschichte, um die es zu erzählen gilt, eine ganz gewisse Dramatik hat. Das ist eine sehr spannende Abenteuergeschichte und du musst unter Wasser Rätsel lösen, du musst bestimmte Gefahren eben auch bewältigen, nicht? Und du hast durch diese 360-Grad-Immersion eigentlich das Gefühl, das wirklich auch selber zu machen. Du hast mit diesem Bluetooth-Controller die Möglichkeit, auf diese Umwelt Einfluss zu nehmen. Das heißt, du hast eine Steuerung für dein Licht an diesem Taucheranzug, genau, um den es dabei geht. Du hast eine Steuerung später für die Ressourcen. Du hast Druckausgleich, du hast Luft da drin. Also du hast eigentlich einen Tauchanzug, in dem du dich unter Wasser komplett bewegen kannst. Nur, dass es eben eine virtuelle Realität ist, in der du dich bewegst. Okay. Und das Ziel des Spiels ist es quasi im Endeffekt, Objekte zu finden in diesem Spiel, die von archäologischem Interesse sind sozusagen. Richtig. Sachen zu fotografieren und letztlich zu überleben, weil das Schwierige an dem Spiel ist eben auch, die Dinge dort zu überleben, weil es ist eben auch eine realistische Tauchtiefe, ja, nicht? Für eine Zeit, in der das natürlich noch nicht möglich war, aber 250 Meter, das ist schon einige Bar an Druck, die auf dir lasten. Ich muss dazu sagen, ich war früher Taucher, ich tauche jetzt nicht mehr so viel, aber ich war früher Taucher und ich weiß eben auch, wie es sich zumindest 30 Meter oder 50 Meter anfühlt, nicht, in der Tiefe zu sein, wie dunkel es da ist und wie unheimlich es da ist und was man da alles sieht, was da nicht ist, weil die Größenverhältnisse auch andere sind. Das ist schon eine Herausforderung. Okay. Wie ist es denn möglich, in dem Spiel mit der Umgebung zu interagieren? Also man hat ja bereits im Videomaterial auch gesehen, dass, dass dieser Tauchanzug, den man hat, über Greifarme verfügt. Mhm. Ist es möglich, mit den Greifarmen was zu machen? Oder du wirst mit Greifarmen Dinge greifen. Du, okay, wirst sie, auch, du musst auch Sachen reparieren. Ja? Okay. Du wirst zum Beispiel im Laufe dieses Spiels mit einem U-Boot konfrontiert, was dich steuert, was deine Ressourcen sozusagen mit, okay, überwacht. Das, okay, heißt, wenn du immer keine Luft mehr hast, dann, ja, musst du an dieses U-Boot andocken, um dir, ah, da neue Luft zu ziehen. Ja? Okay. Und diese Möglichkeit eben damit zu interagieren, dafür brauchst du Werkzeuge und diese Werkzeuge stellen wir dir zur Verfügung, nicht über den Bluetooth-Controller und das Sichtfeld, nicht wie gesagt dann über die VR-Brille, nicht in diesem Fall ist es jetzt hier, was ich präferiere für ein cinematisches Erlebnis, die VR1, nicht oder eben auch genauso, sage ich mal, sinnvoll eben eine Dive, nicht weil das eben auch eine sehr gute Brille ist, heutzutage nennen die immer noch Cardboard, aber immer noch eine sehr gute Brille ist, um diese Experience möglich zu machen, nicht und ja. Diese Werkzeuge hast du praktisch. Exakt. Okay, das heißt, in erster Linie sprechen wir von einem Titel, der komplett über das Smartphone dargestellt wird. Richtig. Also es ist jetzt kein Spiel, wo man ein 600-Euro-Gerät braucht oder so, um das abzuspielen, sondern man kann einfach jede Brille auch in 10 oder 20 Euro Cardboard verwenden, ja, und dann über sein Smartphone sozusagen das Ganze darzustellen. Richtig. Das heißt, im Prinzip hat man die nötige Hardware schon fast zu Hause. Genau. Das Einzige, was eben nötig ist, ist, wie du meintest, ein Bluetooth-Controller. Mhm. In dem Fall dann eben der von Mad Catz zum Beispiel und halt ein entsprechendes Gerät, um sich das um die Augen zu schnallen sozusagen. Ganz genau. Wobei ich dazu sagen muss, wir wollen langfristig, natürlich wünschen wir uns, nicht, also mal Spieleentwickler, dass es natürlich später auf einer Konsole genauso läuft oder auf dem PC. Ja. Nicht? Das heißt, der Weg im Moment, der kleinste gemeinsame Nenner für uns, dass die Kamelhürde durchs Nadelöhr ist das Smartphone im Moment. Wir schaffen es erst im Smartphone, wenn das hinbekommen haben, Mobile, dann werden wir auf größere Sachen übergehen können, weil wir dann vielleicht auch das Geld dafür haben, das zu entwickeln, weil, ja, die Entwicklung natürlich nicht genauso wie wir auf iOS wollen, wir auf Mac, wir sind im Moment noch Android. Ja. Wir würden sicherlich auch später gerne iOS, aber das braucht einfach Zeit und Geld. Auf welches Handy bräuchte man denn, um sowas anzugucken? Also super. Kannst du da vielleicht das Handy ein bisschen eingrenzen? Ja, also man kann auf der Dive-Entwicklungsseite sehr gut sehen, welche im Moment Handys, die jetzt so schon 2-3 Jahre alt sind, welche Generation zu Dive, genau, eben passen und eben, okay, mit ihrer Android-Plattform dieses Spiel dann möglich machen werden, abzubilden. Ja. Das ist eine ganz große Liste, da sind mittlerweile 20 Hersteller dabei, 20 verschiedene Geräte. Bei der VR1 sieht es so aus, da gibt es im Moment 3-4 verschiedene Smartphones, die dazu passen. Nicht? Hier ist die Grenze sozusagen 4,6 Zoll, hier sind es 5 Zoll, ja, nicht an Bild, was man in diese Schublade reintun kann. Nicht? Okay. Nicht? Das unterliegt leider auch den Gegebenheiten dieser Technohaptik. Nicht? Also du hast eben bei der VR1 eben eine Schublade. Nicht? Genau. Da gibt es verschiedene Schubladen dafür. Nicht? Bei der Dive hast du eigentlich, dadurch, dass du die Klappe hast hier, nicht, eigentlich ziemlich quasi Freiheit. Nicht? Wichtig, das ist schrecklich. Genau. Das ist das, genau, Einzige. Aber die Dive gibt es mittlerweile auch für Tabloids. Ja. Nicht? Und
Dadurch brauchst du jetzt eben dann ein gyroskopfähiges Handy, was ein Gyroskop hat. Nicht? Also die, sag ich mal, die Handys, die jetzt 2-3 Jahre alt sind, können das meistens schon. Nicht alles, was so ab Preisklasse 250 bis 300 Euro ist, hat das mit drin. Wie gesagt, bei der Brille, um das einfach nochmal zu klären für die Zuschauer, im Endeffekt haben wir jetzt hier zum Beispiel die VA1 von Zeiss, die kostet zwar auf dem Markt 130 Euro, das, was man dabei aber eben erwirbt, ist eben lediglich das Behältnis für das Handy sozusagen. Also das Handy selbst ist eben das Gerät, was alles darstellt, was den Bewegungssensor mitbringt. Mhm. Und die VR1 ist natürlich schon besser, als wenn man sich für 10 Euro so eine Papphülle kauft, also weil es bessere Linsen sind, die verarbeitet wurden. Aber einfach um den Zuschauer klarzumachen, um sich das VR-Erlebnis erstmal anzugucken und vielleicht einen Eindruck zu bekommen, reicht es schon, wenn man eben 10 oder 20 Euro für dieses Cardboard ausgibt und gegebenenfalls eben bei eurem Spiel dann noch einen Bluetooth-Controller, mit dem man das Ganze steuern kann. Warum wir hier eigentlich sitzen? Der Hauptgrund ist hauptsächlich noch das Crowdfunding. Mhm. Also momentan versucht ihr ja so ein paar Unterstützer für euer Spiel zu finden, um das vielleicht jetzt schon mal dem bisschen finanziellen Schub zu geben in den Kinderfüßen. Man kann darüber quasi jetzt euer Spiel schon erwerben im Voraus. Ja. Das heißt, zum Preis von 5 Euro könnte man jetzt sozusagen den Titel, den ersten, soll ja eine Trilogie werden? Ja, Quadrologie. Quadrologie, okay, Entschuldigung. Eine Quadrologie soll das werden. Aber man kann halt über das Crowdfunding schon für 5 Euro das Spiel kaufen, hat es dann quasi vorbestellt und bekommt es dann, sobald es fertig ist, hat eben für euch den Vorteil, dass ihr jetzt schon finanzielle Unterstützung bekommt, um das Ganze ein bisschen voranzutreiben. Mhm. Und was eben auch geht, falls euch das Ganze interessiert, ihr vielleicht schon so einen Eindruck vom VR habt, ihr könnt auch über die Seite direkt die VR1 für 130 Euro kaufen und kriegt dann das Spiel damit quasi kostenlos dazu. Mhm. Und insofern, wenn euch das Ganze genauso sehr interessiert wie mich und ich bin nach dem kurzen Einstieg hier und dem Test von dem Spiel wirklich absolut begeistert, guckt euch das Ganze mal an. Wie gesagt, einfach mal generell VR ist eine Sache von 10, 20 Euro, um überhaupt mal einen Blick drauf zu werfen. Da gibt es eine kostenlose App für Android und auch kostenlose Apps, wo man das mal ausprobieren kann. Und wenn euch dieses Projekt gefällt, dann unterstützt das Ganze, ihr könnt einfach so spenden oder das Spiel halt schon vorher erwerben für 5 Euro und ich hoffe, dass ihr es machen werdet, ich werde es auf jeden Fall tun.